Es beginnt als friedlicher Protest. Als linke Demonstranten versuchen, in einen abgesperrten Bereich vorzudringen, kippt die Stimmung. Die Polizei setzt Tränengas ein, dann fliegen Molotow-Cocktails. Obamas Empfang in der Stadt verläuft im Gegensatz dazu friedlich. Ein Abendessen in der Residenz des griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos. In seiner Rede lobt Obama seine Gastgeber und ihre Gastfreundschaft sowie die engen Beziehungen beider Länder. Knapp zwei Monate vor dem Ende seiner Präsidentschaft kommt Obama zum ersten und letzten Mal nach Griechenland. Inmitten politischer Umbrüche. Der Wahlsieg Donald Trumps sowie das britische Votum, die EU zu verlassen, zeigten, wie wichtig es sei, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen vor wirtschaftlichem Abstieg und Ungleichheit. Nach Jahren der Austeritätspolitik sei ein Schuldenschnitt für Griechenland notwendig, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe schon seit Beginn der Krise klargemacht, damit die Reformen wirken, muss die griechische Wirtschaft wieder wachsen und es müssen neue Jobs entstehen. Wir können nicht einfach nur auf Austerität setzen. Der griechische Premierminister Alexis Tsipras stimmt zu. Nach 7 Jahren Sparpolitik sind die griechische Wirtschaft und auch unsere Gesellschaft am Ende ihrer Kräfte. Zuvor beim Treffen mit Präsident Pavlopoulos unterstreicht Obama die Bedeutung des NATO-Bündnisses. Ich will klarstellen, wie sehr wir es schätzen, Griechenland als Teil dieser Allianz zu wissen. Aber auch für wie wichtig wir die NATO halten, die nach wie vor einen Eckpfeiler unserer Sicherheitspolitik darstellt. Obama lobt auch die Anstrengungen der Griechen in der Flüchtlingskrise, die für die gesamte EU zu einer großen Herausforderung geworden ist. Am Mittwoch will Obama noch die Akropolis besuchen, bevor er weiterreist nach Berlin. Auf seiner letzten Reise als Präsident der USA.